Frau Walker? Frau Walker? Ah, da sind Sie ja. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Entschuldigen Sie, Frau Wagner. Ich habe versucht, hieraus schlau zu werden. Ist alles in Ordnung? Ich habe etwas für Sie. Das hilft Ihnen vielleicht, den Müllerladen zu finden, den Sie suchen. Danke, Frau Wagner. Herzlichen Dank. Gern geschehen, meine Liebe. Ich bin an der Rezeption, wenn Sie noch etwas brauchen. Im Verlauf des Abenteuers werden Ihre Ziele im Tagebuch festgehalten. Sie können es öffnen, indem Sie die rechte Taste, glaube ich, drücken. Nee, das ist mein Menü. Dann war es die linke Taste. Ja, blinkt ja auch auf. Okay. Okay, das Telefonbuch auf dem Tisch in der Lobby benutzen. Gut, dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Müller, gut, das sind Schuhe, Künstlerbedarf, naja, Antiquitäten. Ist kein richtiger Künstlerbedarf, ne? Aber gut, könnte man vielleicht... Dieser Laden ist wohl so gut wie jeder andere. Wo ist denn jetzt X? Wahrscheinlich ist es nicht der hier. Gemischtwarenladen? Boah. Könnte auch was sein, natürlich. Müller und Vogel, Nahrung. Uhrwerke. Es kommt drauf an, was das für ein Künstler ist. Aber wenn er natürlich malt, dann denke ich mir mal, dass er jetzt... Das schließen wir schon mal aus. Müller Pfandleier. Fahrradgeschäft. Ein Controller macht sich mal wieder selbstständig. Apotheke. Hutmacher. Gourmet-Restaurant. Gut, man weiß nicht, was die für Vorlieben haben mit dem Fisch. Uhrwerke ist natürlich... Es kommt natürlich an, was das für eine Kunst ist, ne? Bei zwei der Läden liege ich richtig, glaube ich. Nur den falschen muss ich noch ändern. Okay, dann mache ich den weg. Nicht? Doch? Einer der Läden kommt mir falsch vor. Ich soll... Den weg? Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss... Ah, kommt, Leute. So schwer kann das doch nicht sein hier. Bei zwei der Läden liege ich richtig. Ja, das habe ich ja schon ausprobiert. Die drei Geschäfte ankreuzen, aus denen die Bilderrolle stammen könnte. Jetzt sind es doch drei Geschäfte. Pfandleier Gemälde. Ach, das habe ich jetzt gerade gar nicht. Moment. Ja, ja, ja. Diese drei sind eine gute Basis, mit der ich arbeiten kann. Vielleicht kann ich ja mit Hilfe der Karte ein paar ausschließen. Warum, wieso, weshalb? Die drei Läden auf der Karte finden. Woher soll ich wissen, wo die sind? Antiquitätenviertel? Vielleicht kam die Bilderrolle aus diesem Laden. Kiosk, Brücke der Nebel, Blumenviertel. Sanatorium, Hauptbahnhof. Das ist doch eine Kirche, oder? St. Cecilia. Wie viel muss ich denn finden? Die drei Läden. Oh Gott.
Nein. Wieso hat die jetzt den Uhrenturm gemacht? Obwohl Uhrenturm, was hatte ich denn eben? Moment, ich hatte ein Pfandleier. Achso, nee, die Uhrwerke hatte ich weggemacht. Ein Pfandleier, ein Antiquitätenhändler und ein Gemischtwarenladen. Pfandleier, Antiquitätenhändler und Gemischtwarenladen. Wieso kann ich das jetzt nicht wegmachen? Gemischtwarenladen könnte jetzt auch ein Kiosk sein, ne? Aber den wollen sie anscheinend nicht. Blumenviertel. Was ist das da unten? Soll das jetzt das Blumenviertel sein? Da ist ein Parkplatz. Da weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Einer der Läden kommt mir falsch vor. Ich glaube nicht, dass die Läden, die ich suche, hier zu finden sind. Bei einem der Läden bin ich ziemlich zuversichtlich. Dann halt nicht. Ja, ich kann doch diesen blöden Uhrenturm jetzt nicht mehr. Oder der Musikplatz. Alle sagen, das ist einer der Orte, den man in Wagen unbedingt sehen muss. Schade, dass es dort keine Geschäfte mit dem Namen Müller gibt. Dann kann man den tatsächlich löschen, indem ich da links drauf drücke. Das ist, was ist das jetzt für einer? Das ist der Hauptbahnhof. Wie komme ich jetzt an das Kiosk? Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Auswahl stimmt. Aber ich werde... Ja, das Antiquitäten-Dings wird wahrscheinlich dann stimmen. Brücke der Nebel, keine Ahnung, was das ist. Blumenviertel schließe ich mal aus. Ich weiß nicht, was das ist. Zwei der angekreuzten Läden scheinen mir falsch. Aber wenigstens einer stimmt sicher. Ja, viel mehr habe ich ja jetzt nicht mehr. In petto. Oh je. Ich weiß ja nicht, was das überhaupt ist, was ich jetzt hier gerade ankreuze. Was ist das denn hier? Bei einem der Läden bin ich ziemlich zuversichtlich. Och, Leute, ernsthaft. Oder ist das denn... Nee, das Sanatorium, denke ich mal nicht. Das ist das. Antiquitätenladen. Jetzt habe ich aber alles weggekreuzt, oder? Ich mache jetzt mal spaßeshalber den Blumenladen rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Auswahl stimmt. Aber ich wette, alle anderen sind falsch. Das Viertel, in dem der Gasthof liegt. Schade, dass keins der Geschäfte in der Nähe ist. Was ist das hier? Bei einem der Läden bin ich ziemlich... Ja, ist ja gut. Das sagst du aber überall. Und dass das das Antiquitätenviertel ist, das ist mir schon klar. Aber wieso... Welche drei soll ich denn hier finden? Das ist doch bescheuert. Moment, D3, C4, E5. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. D3, C4, E5. Oh nee, ne? D3, C4, E5. Okay. Es ist am wahrscheinlichsten, dass eins dieser drei Geschäfte die Bilderrolle verkauft hat. Jetzt muss ich das Richtige auswählen.
den passendsten Laden auf der Karte auswählen. Ja, ich würde sagen, das ist der hier. Auswählen. So. Dieser Antiquitätenladen ist vermutlich meine beste Chance. Die Adresse behalte ich besser. Oh, war das jetzt? Ich muss nur das Bild aus meinem Zimmer holen. Dann kann ich los und es dem Antiquitätenhändler zeigen. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich nach oben gehen. Wir schauen uns aber hier nochmal ein bisschen um. Hier ist es sehr ruhig. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Na, na? Kann ich nicht benutzen? Was ist das? Jetzt. Das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Okay. Das hat uns nicht wirklich weitergebracht. So, die Frage ist, wo ist eigentlich das Zimmer? Ich denke mal, dass das hier oben sein wird. Ich hoffe, es ist noch genauso ruhig, wenn ich zurückkomme. Allein am Feuer sitzen klingt verlockend. Na, na? So kann ich da nicht durch. Ob der noch heizt? Das wollen wir doch hoffen, ne? Sie will ja alleine vom Feuer sitzen. So, was haben wir hier? Highlights, Hauptbahnhof, Musikplatz, Antiquitätenviertel, Brücke der Nebel. Ja, im Endeffekt alles, Moment, alles, was wir gerade schon hatten. Na, gehst du da rein? Decken Sie die Geschichte. Okay, aber das ist wahrscheinlich wirklich alles nur zum Angucken. Ich denke mal nicht, dass man da irgendwas groß mitnehmen kann. Gehen wir jetzt erstmal aufs Zimmer. Ist das unser Zimmer? Perfekt. Was war das? Gemälde, Musikplatz. Ach, das kommt mir doch bekannt vor. Okay. Dann, na komm. Ach, Plektrum, so. Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Na? Ja? Ach, die mickrige Summe, die ich zusammensparen konnte, seit ich aus dem Bergwerk entkam. Das war jetzt nicht besonders viel, was man hier sehen konnte. Müller Wagen, okay. Ich finde sie, Katjuscha, wie versprochen. Und wir finden heraus, wer sie ist oder war. Na? Mittwoch, 5. April 1944. Wenn Sie, wer auch immer Sie sind, diesen Brief lesen, bin ich schon längst nur noch ein Sack voller Knochen. Es ging nicht ein Tag ins Land, an dem ich nicht alles tat, was in meiner Macht stand, um dem Vaterland treu zu sein, um meine Pflichten im Namen unseres glorreichen Führers auszuführen. Ich hätte es nicht anders gewollt, wie es mir befohlen wurde. Haben wir unsere Mission erfüllt und den Zug außer Reichweite unserer Feinde am vereinbarten Zufluchtsort gesichert. Das haben wir aber alles schon gelesen, soweit ich weiß. Ich habe den Zündschlüssel versteckt, genau. Das haben wir alle schon gelesen. Das heißt, die Sachen kennen wir vermutlich auch alle schon. Das Gemälde war im Zug versteckt. Ja. Okay, das Bild wurde 1937 gemalt. Müller finden. Okay. Hübsch. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich solch traditionellen Komfort genossen habe. Das Zimmer ist nicht so gemütlich wie eine Jukoljurte, aber dafür viel größer. Ja.
Wie seltsam, hier in Wagen zu sein, nachdem ich monatelang auf einem Motorrad von Osten nach Westen gereist bin. Nachdem ich mich mit Hilfsjobs durchgeschlagen habe, um die Reise zu finanzieren und mir diesen Gasthof eine Weile leisten zu können. Zum Glück hat Frau Wagner mich trotz meines Aufzugs und meiner bescheidenen Mittel aufgenommen. Das waren noch Zeiten, als Marson und Lormund für meine Spesen aufkamen. Es kommt mir vor, als gehörten diese verblassenden Erinnerungen jemand anderem. Ich habe mich sehr verändert. Nach Marms und Katjuschas Tod hat die Suche nach meiner hypothetischen Doppelgängerin mich gepackt. Mich sogar getröstet. Und ich habe Katjuscha versprochen, sie zu finden. Ja, und das werden wir hoffentlich irgendwann auch mal machen. Nein, falsch. Kann man denn noch irgendwas in den anderen Räumen machen? Ich glaube, das ist Frau Wagners Zimmer. Scheinbar nicht. Moment, da ist noch irgendwas. Da sind wir jetzt. Ach, ich verstehe, warum die Wagner ihre Stadt das Herz Europas nennen. Sie liegt buchstäblich in der Mitte. Da drüben liegt Deutschland. Wie weit wohl die Universität Barockstadt entfernt ist. Okay. Mal gucken, ob wir hier noch rein können. Das ist nicht mein Zimmer. Da gehe ich besser nicht rein. Nein, können wir nicht. Okay. Dann wieder ab nach unten. So. Nee, das geheimnisvolle Bild aus dem Zimmer holen. Ah! Ich dachte, wir hätten jetzt alles. Gehen wir nochmal zurück. Ja, geh da rein. Die Frage ist jetzt nur, das Bild meine ich jetzt nicht, sondern das Bild, wo sie mit drauf war, ne? Ach, das hier, genau. Perfekt. Ich muss das Gemälde nur zu dem Antiquitätenladen bringen, den ich vorhin gefunden habe. Vielleicht kann Frau Wagner mir sagen, wie ich dorthin komme. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Okay. Gut, dann fragen wir mal Frau Wagner. Frage ist, die ist aber, glaube ich, unten. Ich glaube, das ist Frau Wagners Zimmer. Ja, okay, die ist noch unten, so wie es aussieht. Die Frage ist jetzt nur, wo ist sie? Ist sie irgendwo hier? Moment, hier können wir auch noch mal kurz gucken. Posteingang öffnen. Drei Jahre lang keine E-Mails gelesen. Ich sollte wohl meinen Posteingang aufräumen. Ah, schon besser. Okay, Geschäft Müller. Viel zu viele Ergebnisse. Ich würde den richtigen Laden nie finden. Gut, dass ich Frau Wagners Dokumente habe. Okay. Ich wünschte, du könntest bei mir sein, Katjuscha. Wir hätten den Laden gemeinsam gefunden. Gefallenes Idol verschwindet, okay. Oh mein Gott, Moms Begräbnis war vor Monaten. Der Ausdruck, die braunen Schatten, bezeichnet die Welle des Nationalsozialismus, die in den ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über Europa hereinbrach.
Dieser trat erstmals in den 1920ern in Mitteleuropa zutage. In den 1930er Jahren gelangte er dort an die Macht und breitete sich in Folge über ganz Europa aus, was schließlich den Zweiten Weltkrieg auslöste. Neben zivilen und militärischen Opfern dieses Konflikts ist die rassistische Ideologie der braunen Schatten für den Völkermord verantwortlich, der zur systematischen, organisierten Auslöschung von Millionen von Menschen führte. Diese Völkermorde wurden systematisch und unerbitterlich fortgesetzt, bis die Opfer von den alliierten Truppen befreit wurden. Okay. Schon ein seltsames Gerät, aber was ist denn das hier? Da weiß ich jetzt schon... Jetzt verstehe ich, warum dieser Stadtteil Blumenviertel heißt. Okay, das hat also nichts mit dem zu tun. Hallo, meine Liebe. Kannst du dich mal nicht direkt umdrehen? Und Frau Walker, waren die Dokumente hilfreich? Ja, ich habe sogar den Laden gefunden, den ich gesucht habe. Herzlichen Dank, Frau Wagner. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann. Ich habe ein paar Fragen zu Wagen. Gut, denn wenn Sie mich zur neuesten wissenschaftlichen Entdeckung befragen würden, hätte ich passen müssen. Aber was Wagen angeht, sind Sie bei mir richtig, meine Liebe. Das Geschäft, das ich suche, befindet sich offenbar in Wagens Antiquitätenviertel. Können Sie mir sagen, wie ich vom Gasthof aus dorthin komme? Da nehmen Sie am besten die Trambahn. Das Stadtzentrum ist eine reine Fußgängerzone. Da nützt Ihnen Ihr Motorrad nichts. Die nächste Haltestelle finden Sie oben an der Treppe, wenn Sie vom Gasthof aus nach rechts gehen. Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht wirklich Zeit, viel über Wagen und die Umgebung herauszufinden. Was muss ich wissen? Zum einen ist Wagen sehr alt und berühmt für seinen Charme und seine Kultur. Die Umgebung zieht hauptsächlich Bergsteiger an, da wir hier so nah an den Schweizer Alpen sind. Die Ufer der Dombre, des längsten Flusses im Land, sind ideal für Sommerfrischler. Was können Sie mir über das Viertel sagen? Es ist einer der ältesten Teile von Wagen, ein Arbeiterviertel. Ich und ein paar andere Relikte, die hier wohnen, versuchen Modernisierung und Massentourismus aufzuhalten, so gut wir können. Andere Viertel haben da nicht so gut aufgepasst und die Anwohner waren gezwungen, ihre Wohngegend zu verlassen, weil die Mieten so gestiegen sind. Meine Suche hängt eng mit der Region Wagen zusammen. Können Sie mir etwas von Ihrer Geschichte erzählen? Sehr gern. Ich habe durch ein Gemälde, das im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten geraubt worden sein muss, von der Frau erfahren, die ich suche. Nicht überraschend. Wagen und ganz Ostertal wurden kurz vor dem Krieg von den Faschisten annektiert und besetzt. Sie plünderten, raubten und brandschatzten alles, was sie konnten, wie in allen besetzten Teilen Europas. Die Frau, nach der ich suche, muss 1937 etwa 18 Jahre alt gewesen sein. War das ein wichtiges Jahr in der Geschichte von Wagen? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Ich bin kein Historiker und ich war damals noch nicht geboren. Ich weiß nur, dass es in den folgenden Jahren richtig schlimm wurde mit dem Zweiten Weltkrieg. Es muss also eine gute Zeit für faschistische Ideologien gewesen sein, in der die braunen Schatten bloß eine der Fraktionen waren, die an die Macht wollten, mit Hassparolen. Das kommt einem doch bekannt vor. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Gasthof stellen, Frau Wagner? Oh, nur zu gern. Was möchten Sie denn wissen? Heute scheint es ruhig zuzugehen. Oh, um diese Zeit sind nie viele Gäste da. Also, ist das auch ein Gast? Oh ja, sie ist heute angereist. Eine ältere Dame aus England. Eine ehemalige Offizierin, wenn ich es recht verstehe. Angeblich ist sie in einer unangenehmen Angelegenheit hier. Ein Begräbnis, wie ich höre. Ach. Ja, Frau Walker. Und seit sie hier ist, hängt sie ständig am Telefon. Okay.
Ich würde gern mehr über Sie wissen, Frau Wagner. Oh, da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Zumindest nichts Weltbewegendes. Aber Sie hatten doch sicher ein ereignisreiches Leben, oder nicht? Nun ja, ich bin kurz nach dem Krieg hier in Wagen geboren und habe es nie verlassen. Ich führte den Gasthof mit meinem Mann, bis er vor ein paar Jahren starb. Das tut mir leid. Also nichts Bemerkenswertes. Andererseits haben wir auch nie das Abenteuer gesucht. Aber wir waren glücklich, mein Mann und ich. Das Zimmer ist perfekt. Danke vielmals. Sie brauchen mir nicht zu danken, Frau Walker. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht. Und es erscheint nicht jeden Tag mitten in der Nacht eine junge Dame aus Amerika auf einem Motorrad, die ein geheimnisvolles Geschäft sucht. Ich komme mir vor wie in einem Kriminalroman. Momentan fällt mir nichts ein. Danke für Ihre Zeit. Sie dürfen jederzeit wiederkommen, falls Sie noch Fragen haben. Ja, können wir hier raus? Hallo? Stell dich doch mal auf die andere Seite. Ich liebe es, wenn man nicht mit Präzision arbeiten kann. Ah, ja. Einen schönen Tag, Frau Walker. Ja, ich würde sagen, wir machen uns auf, aber das werden wir leider nicht mehr in der heutigen Folge schaffen, weil wir schon wieder an unserem Timelimit sind. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!